Sorry, Leute. Jo Leute, was geht und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video mit mir, dem Simon, eurem Battleship Wager Gamer Bruder. Freunde, heute gibt es ein End of an Era Sergio Ramos Premium Squad Building Challenge SBC, was weiß ich nicht, als Stürmer Battleship. Und da bin ich nicht alleine. Mit dabei ist El Steini. Hey, was geht? Alles klar bei euch? Nicht, dass mich da wirklich interessiert, aber hey, wollt mal höflich sein, ne? Freunde, Sergio Ramos ist am Start. Kam jetzt vor ein paar Tagen raus. Sehr, sehr geile SBC-Karte. Hat auch geile Schuss-Stats. Und wir haben es schon ein paar Mal in allen vier. Welchen hast du da genommen? Ramos-Special-Karten. So IV oder? Verteidiger, du. Okay. Nee, der eignet sich ja immer mal in den Sturm zu stellen, weil der auch dann immer über Special Cards ganz geile Offensivstats bekommt. Wie Immobile. Der hat. Ja. Wie Immobile. Freunde, ihr könnt mal sehr gerne, wir machen mal eine Abstimmung. Alle, die den Innenverteidiger genommen haben, lassen mal ein Like da, wenn ihr die SBC gemacht habt. Alle, die den Rechtsverteidiger genommen haben, könnt ihr ein Dislike da lassen. Dann wissen wir mal genau, wie wer wo genommen hat, Freunde. Das würde mich mal interessieren. Also, schalat rein. Freunde, bei Steini haben wir auch aufgenommen. Checkt das auf jeden Fall ab. Ihr seht die Teams. Eine Icon ist erlaubt. Dann haben wir zusätzlich noch eine Icon auf der Bank und eine Special Card, weil Ramos bleibt stehen. Ich würde sagen, ihr seht die Teams. Und dann packen wir die Spiele auf der Bank, oder? Ja, dann fang du bei mir an. Ich spiele 4-2-3-1, also 3 ZOMs. Tell me. Ich will was sehen. Von links nach rechts. Links die 11. Jetzt gedacht, ich nehme irgendwie eine Reihe, ne? Kannst vergessen. Ja. Die 1 in der Mitte. Aha. Die 3 rechts. Ja, perfekt, Digga. Das Ding ist durch. Das Ding ist wirklich durch. Super. Ging in dem Sinne gut durch für mich, oder? Ja. Da ist ich ein bisschen gefrustet. Deswegen ist gut. Also ich habe jetzt 4 Defensivspieler vorne mit Ramos, der ein Defensivspieler ist. 4. Ist gut. Linker Sturm hätte ich bei dir gerne die 9. Ach, 9. Ja. Quatsch. Ja. Und rechter Sturm die 8. Oh Gott, Alter. Was wird das für eine Aufnahme? Hilfe. Ja gut. Ich meine, das sieht schön aus, wenn der zwischen zwei Icons eingekreist ist, aber... Ich brauche jetzt bitte einfach Gamechanger. Come on, bitte. ZDM 2 Stück, ne? Ich brauche Gamechanger. Ja, bitte. Rechts die 12? Bitte. Oder links die 12? Links? Ja! Ja. Und die 2 rechts. Ja, ist okay. Kann ich was mit anfangen. Ist okay. Bei dir 3 ZMs, ne? Ja. Von links nach rechts, ne? Ja. 12. Ja. 6. Ja. 10. 12, 6, 10. Aha. Wahrscheinlich, ich brauche wirklich noch Game Changer. Jetzt mach bei meinen Verteidigern bitte was. Ja, ich brauche auch noch welche. Bitte mach was. Ich habe auch noch 3, ja. Bitte mach was, womit ich arbeiten kann. Linksverteidiger die 4. Nein, kann man nicht arbeiten. Linker IV die 7. Oh Gott, lass ihn doch raus. Rechter IV die 5. Och Mann! Rechtsverteidiger die 10. Ja, Linksverteidiger nehme ich bei dir die 11. Ja! Danke! Linker Innenverteidiger die 1. Ja. Rechtsverteidiger die 2. Und rechter Verteidiger die 3. Ja, immerhin, ey, scheiß drauf, ey, immerhin, ich sag dir ehrlich, ne? Immerhin, sieht absolut gut aus. Kannst du doch was Gutes tun? Na, will ich, das ist die Frage. Tu mir was Gutes, komm. 6. So viel dazu. Kann ich dir noch was Gutes tun? Ist eisegal eigentlich. Ja, machen wir die 4 ins Tor. Ey, bei mir ist so Katastrophenalarm, ne? Bei mir bleiben draußen Acuna und Bailly. Ich habe einen einzigen Gamechanger. Ich habe auch nur 2. Zagadou bleibt draußen und Vasquez. Aber die sehen halt, die stehen alle kreuz und quer. Ich kann den machen. Digga, meine Offensive. Die ZOMs, die du mir gegeben hast. Wan-Bissaka, Lindelöf und Martinez. Den machen so. Ansonsten. Ja, also mein Team sieht auch, weiß ich nicht. Ich hab wahrscheinlich schon schlechtere, aber das ist von der Chemie her auch absoluter Gulasch hier. Ja, ich hab meinen Game Changer. Ich lade dich ein. Das ist gelinde gesagt, richtig scheiße. Oh, nö. So, Freunde. Wir sind da. Ramos, der Kapitän, mit der Nummer 2. Lindelöf im ZOM. Oi! Wan-Bissaka.
Nein! Lauf, nein, da kommt doch noch einer mit da oben, hab ich gar nicht hingeguckt. Stellung halten, Männer. Stellung halten. Oh ja, wer ist das denn im Tor? Weiß ich nicht. Ist das Onana oder wer ist das? Ich hab's ja gekippt. Ey, Klostermann! Willst du mich verarschen? Der Lupfkönig. Oh, scheiße. Ist das ein Neuer? Mhm. Ist eigentlich auch wie kein Keeper drin. Ja, du sagst ja, du magst ihn sehr gerne. Ja. Oh, die ist gut. Lindelöf, ja. Die ist richtig gut. Oh mein Gott. Oh! Ja! Oh, nein! Ich wollte schon sagen, kann man den nicht machen, aber dann war Pischig, ne? Ja gut, dann kann man nicht sagen. Warte, du hast doch selber voll die Scheißmannschaft, ja, das gesagt? Zusammen. Was soll denn das? Ich hab nur Rodrigo vorne. Nein! Robert! Ah, wieso bin ich denn so weit weg? Ja, wahrscheinlich fällt ein Ramos hin, wa? Wer ist er? Davis, lol. Scheiße, scheiße, scheiße. Mann, und dann könnten wir den Ball nicht. Ei, ist das ein Scheißspiel. Beide Mannschaften gar keinen Bock. Können beide weniger als der andere. Oh, was ein Pass. Der kommt nicht durch, Alter. Der kommt immer zu spät da. Was ist denn da los? Mit Lindelöf zusammen. Die treiben nach vorne. Lindelöf! Oh! Oh, ey. Er macht's richtig schön. Meniskus erstmal absolut abgerissen. Ehrlich. Nein! Ich stell den extra zu, du Idiot! Ich stell ihn extra! Mach Daly auch mal seine Hütte da, ey. Flasche, Alter. Oh Mann, selbst Messi spielt sich schon. Nein! Bitte, Davis, du bist ja das. Boah, da ist ein Vieira, der da rumrennt auf dem Flügel, ey. Das muss man aber sagen. Das ist bei Davis richtig stark. Auslaufen als Torwart. Den kannst du rausholen. Tempo hat er. Martinez! Oh. Und keiner geht hin. Keiner geht hin. Jetzt braucht ich aber einmal einen Kompass, ey. Boah, ich hab fast zu lange gewartet. Die Ecke war schon fast wieder zu. Nein, oh, die Abseitsfalle, Hilfe. Hilfe, Hilfe, bitte helfen Sie mir. Boah, ist immer so viel Platz. Scheiße, da ist immer so viel Platz. Ach Mann, Digga, nachher Innenverteidiger Lindelöf, ZOM, Digga. Du hast einmal alles mitgenommen. Aber weil der hat auf RZOM hat er irgendwie ein bisschen mehr Chemistry gegeben und ich dachte, es könnte vielleicht was bringen, aber es war nichts gesagt. Ja, wow! Ach du Scheiße! Du hast sogar den starken Fuß, oder? Bitte sei abseits. Doch, warte, bitte mach was! Nein! Oh, ich hab meinen ganzen Feind des Jahren. Rest in peace. Er hat aber einen ganz komischen Abschluss, dieser Rodrigo, ey. Hey! Gott, oh Gott. Alter, der Hackentrick war so killer. Mann! Oh Gott. Jo, immer spring einfach drüber über den Pass! Mann, man kann nichts machen! Linde, Löfte, Rea, die sind überall! Oh nein. Martinez, komm, du hast 7 Chemie. Oh Gott, das war auch sehr mutig. Kann man denn dazu machen? Ich mach was ganz Erbärmliches. Ich mach was ganz Erbärmliches, aber. Ich will nicht noch mehr diskarden. Oh Mann, ey. Ist, wenn du keinen Keeper drin hast und dein Team sieht auch aus wie Scheiße, auf den Kreativpositionen sind irgendwelche Dullis, kannst kaum was machen, ne? Aber das Ding war, Davis im Tor, okay. Es war jetzt nicht geil, aber ich hätte Maradona Van in die Mitte ziehen müssen. Der hätte gar keinen Impact, ey. Ich habe auch Rodrigo nach vorne gezogen. Mit Vieira in den sauren Apfel habe ich gebissen, weil ich im Mittelfeld wenigstens einen ZM hatte, neben Klostermann und Piszczek. Abwehr, ich habe keinen auf seiner Position gehabt, eigentlich, Gefühl, außer die Außenflügelspieler. Also links. Egal, was du hier triffst, bis auf De Gea, es ist so viel kranker Stuff dabei. Ja, du kannst. Boah, fuck, das sind... Oh. 4 Stück. Mir fällt gerade auf, ich habe ein komplettes First Owner Team gebaut. Oh, schick. Ich nehme alle 3 ZOMs. Das hast du fair. Mhm. Und. Ja, es ging. War ein bisschen zu schnell. Rechter Innenverteidiger. Ja, da ist gut getroffen. Wan-Bissaka in Rot, Tots. Ha, unangenehm.
Player of the Month Lionel Messi. Unangenehm. Prime Icon Moments Lothar Matthäus. Oh, der Lothar, ey! Der tut mir am meisten weh. Einer meiner absoluten Lieblingskarten. Ja, ist auch so. 20. Alphonso Davies, Team of the Year. Der tut richtig weh. Der kostet, glaube ich, gar nicht mehr so viel. Der kostet nur noch 700k, aber ich habe den, seitdem er rausgekommen ist, ich habe den so häufig gespielt in der Weekend League. Bis auf Davies, die sind eigentlich eh, die sind eh alle untradet, ich discard die so. Aber Lora, Alter, Lora ist ein guter Mann, ey. Und den hatte ich gezogen, gerade erst aus den Prime Moments Packs. Also Messi POTM, okay, ist jetzt nicht so schlimm, gibt's mittlerweile 10 bessere Versionen. Wan-Bissaka in Rot tut eigentlich nur weh, weil er rot ist, aber Matthäus und Davies zacken hart rein. RIP. Doppeltes RIP und ohne Spaß, mit Davies hast du mich gebrochen. Das war einer meiner, wenn nicht sogar die Lieblingskarte von mir in FIFA 21. Ja, aber so gesehen... Ich hatte noch Glück. So gesehen ist er ja selber schuld, hätte auch einfach besser halten können, ne? Kimmich, also ich glaube, wer mich am meisten in diesem Team gebrochen wäre mein First Owner Kimmich Team of the Year. Der hätte mich am meisten gebrochen. Kimmich, Maradona, Ramos, die wären auch noch ekelhaft. Stimmt, Alter, Ramos war ja auch noch drauf. Auch wenn jetzt Ende von FIFA ist, aber das macht mich drauf. Bin raus, Freunde. Lasst ein Mitleids-Like da. Checkt Stein, ihr habt ungebrochen.